Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, neben Thorsten. Ja, ich hatte gestern angedroht, dass ich heute mal so ein bisschen auf diese ganzen Clan-Geschichten eingehe und ja, das Video heißt netterweise Spenden finden. Also natürlich finden wir Spenden, sondern es geht eigentlich darum, dass wir kurz einmal hier die neueren Sachen so ein bisschen näher durchleuchten, falls ihr es noch selber noch nicht gemacht habt. Ist zumindest eine Meinung von mir, aber danke für das Feedback von gestern, auch von Noobs auf meinem Kanal. Ja, natürlich noch mehr Fazit, wie gut ist das Update. Also ich finde es schon in Ordnung. Ich denke mal, wenn ich jetzt so von der Skala von 0 auf 100 ausgehe, dann sehe ich dieses Update so, ich sag mal so bei 92%. 92,4% vielleicht. Ja, aber naja, das ist, also ich finde schon ganz in Ordnung. Ich meine, letztendlich haben wir lange genug drauf gewartet und nun ist es ja auch da. Aber wir gehen mal auf die Clan-Einladung ein und da gibt es ja zumindest eine relativ coole Neuerung. Einladung erhalten und vorgeschlagen werden. Man wird also vorgeschlagen, dass man einen Clan sucht. Einladung erhalten, dann erhält man nur Einladung, wird aber nicht vorgeschlagen. Und keine Einladung ist einleuchtend keine Einladung. Ich nehme vorgeschlagen werden eigentlich nicht. Also mit diesem würde ich eigentlich gar keine Einladung einnehmen, sondern ich nehme Einladung erhalten. So muss ich das mal sagen. Denn ab und zu tausche ich ja so mal die Clans hier und lade mich mal hier ein, lade mich mal da ein. Und das geht natürlich nicht, wenn ich auf Roh stehe. Dann tauche ich nirgendwo auf. Und dann, obwohl, tauche ich dann nirgendwo auf? Nee. Jemand hat nur meinen Invite-Button, glaube ich nicht. Zu der anderen Sache sollte man natürlich mal ausgefüllt haben hier oben, beziehungsweise in seinem eigenen Profil sollte man mal ausgefüllt haben, wenigstens dreimal reingeklickt, wie auch immer. Ich meine, ich habe freundlich angeklickt, Anfänger und Anfänger-Amateur. So, da wurde der Toto wieder gestört, wie so oft. Und dass man wenigstens mal drei Sachen hier auswählt, damit das nicht ganz so nackt ist, das Profil. Ja, das Ganze kann man natürlich oder sollte man auch für seinen Clan machen. Ihr seht das da oben, das habe ich auch schon mal gemacht. Das kann man natürlich nach wie vor anpassen. Das, was hier an Neuerung natürlich drin ist, dass wir hier Swahili sprechen, das würde ich jetzt gerne mal festlegen. Ja, international fehlt mir hier so ein bisschen, denn wir haben hier ja unter Umständen auch Leute, die ein bisschen Türkisch können. Wir haben vielleicht einen jemand aus Holland dabei, also das sind jetzt die Sprachen des Spiels hier. Das sind ja eigentlich schon ganz schön viele und da kann man auch mal sehen, dass so ein Update auch sehr, sehr aufwendig ist. Es muss ja in alle Sprachen übersetzt werden. Und da können sich natürlich immer so ein paar kleinere Fehler vielleicht mal einschleichen. Ihr wisst ja, Benutzerriese oder Benutzerhexe, ja, das sind so diese typischen Sprichwörter. Aber ich denke mal, wir sprechen hier, ja, man spricht Deutsch. Könnte man nach googeln, ist auch ein Fernsehfilm. Schon ein bisschen älter, wer es noch kennt. Okay, wir haben ein öffentliches Kriegslogs und wir spielen auch Freundschaftsklankriege, wenn ihr möchtet. Und ich habe natürlich auch drei Sachen ausgewählt. Wir machen Clankrieg, wir machen Clanspiele und wir sammeln Ressourcen. Das könnte man natürlich mal ändern. Wir sind anfängerfreundlich, würde ich sagen. Achso, man muss eins wegnehmen hier. Okay, wir sind anfängerfreundlich. Ich denke mal, wir helfen jedem so ein bisschen weiter. Clanspiele würde ich fast mal rausnehmen. Wir sind ganz entspannt. Ah ne, ich nehme mal lieber die Clanspiele rein. Entspannt sind wir hier nicht. Okay, das speichern wir mal eben ab. Und damit haben wir das auch gesetzt. Die anderen Sachen sind in etwa so geblieben. Kriegshäufigkeit immer, also immer wenn es geht. Und wir nehmen ab Rathaus Level 8 aus. Also alles in Ordnung und neue Mitglieder suchen. Das ist immer noch nicht so optimal, finde ich jetzt. Was ich vor allen Dingen nicht optimal finde, ich meine, wir nehmen jetzt ab Rathaus Level 8 auf, das habe ich jetzt auch begriffen, dass hier nur ab 8 auftaucht, ja, aber ich kann natürlich jetzt immer noch nicht nach Level filtern, also ich würde jetzt gerne nur 9er nehmen, dann muss ich im vorherigen Bild, beziehungsweise bei meinem Clan, muss ich ab 9 geht nur, dann sehe ich nur noch 9er, 10er, 11er, 12er, 13er, 14er und das, was ich natürlich noch machen kann, ich kann das Ganze noch filtern. Ich suche mal Angriff, das hier und Lehrer. Das ist natürlich Blödsinn eigentlich, aber man kann das suchen. Es haben einige hier so ein bisschen was ausgefüllt. Das muss nicht immer passen. Ihr seht das hier, der erste, der Ducky zum Beispiel, da passt das nicht. Da passen nur die ersten zwei, aber die anderen passen nicht dazu.
Und scheinbar ist er tatsächlich klarlos. Ja, steht nämlich kein Klar drunter. Also, ja, den könnte man jetzt einladen hier. Der hat 115 Kriegssterne, 2 gewonnene Angriffe. Also irgendwie ist er aktiv. Man kann auch mal gucken, ist er wirklich aktiv. Minen und Sammler mal geleert. Boah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hat aber gar keine Armee am Start. Der hat keine Armee am Start und hat auch gar keine Armeelager, wollte ich gerade sagen. Doch, hat er. Okay, so ein paar Truppen hat er da. Und ja, den kann man dann natürlich jetzt einladen. Der wird die Einladung vermutlich auch annehmen. Da seht ihr das einladen. Aber was nicht so schick ist, ich bin jetzt ja aus diesem Menü leider rausgegangen, ist, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, bin ich wieder auf meinem Dorf und das ganze Spektakel fängt von vorne an. Ja? Ich muss wieder die Filter setzen. Also der kann hier keine Filterreihenfolge abspeichern oder so. Das ist natürlich ziemlich nervig, vor allen Dingen, wenn man sich mal sagt, man setzt sich mal mit dem Vize hin und sagt, pass mal auf Vize, wir suchen jetzt mal ein paar, ja, und jedes Mal kommst du dann da wieder rein und jedes Mal, wenn du rausgehst, ist deine Suche nicht gespeichert und ja, ne, also ist nicht so dolle, aber ich meine, wenn wir jetzt hier reingehen, dann ist natürlich unsere Suche, glaube ich, noch gespeichert, mal eben machen, suchen, wir gehen mal nur zurück. Ja, die ist noch, aber sobald wir einmal rausgehen, ist halt nicht gespeichert, dann fängt das ganze Drama von neuem an. Und auch Info ist auch ein bisschen was Neueres. Die Faktoren sind Aktivität in Sachen Angriffe, Spenden und Chats, Region, Sprache, kann man also alles machen. Und auch die Einstellungen für den Clan beeinflussen das Ganze jetzt. Die Vorschläge, wir werden keine Spieler gezeigt, die den folgenden angegebenen nicht entsprechen. Also minimale Rathauslevel, haben wir schon gesagt, minimale Trophäen im Heimatdorf und in der Bauarbeiterbasis. Da sollte man dann auch nicht so hoch stapeln. Und die Anpassung der Clan-Einstellung führt nicht direkt zu neuen Vorschlägen. Aha, das heißt also, wenn ich erstmal was mache, wenn ich die Clan-Einstellung also mache, also durchführe, dann führt das nicht direkt zu super neuen Vorschlägen. Das heißt also, die Datenbank sucht noch nicht neu für mich oder es wird nicht neu in der Datenbank gesucht, sondern das Ganze könnte ein bisschen dauern. Wenn man hier hinten auf den Pfeil klickt, da oben, passiert übrigens auch nicht, man muss wischen. Ja, man muss wischen. Und ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen, das steckt immer noch, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das wird immer noch nicht gut angenommen von euch. Zumindest die einen Clan haben oder auch selber natürlich suchen und suchen ein wenig. Ein Globalersatz ist das nicht, in Suche finde ist das immer noch nicht. Und da glaube ich, gibt es immer noch, kann ich mir vorstellen, auch seitens Supercell, etwas, wo die selber so ein bisschen noch nicht ganz mit zufrieden sind. Ja, aber zumindest haben sie ein System. So ist es nicht. Okay, die Spenden bzw. das Finden haben wir schon mal durch. Kommen wir mal kurz zu den Spenden. Da hat sich ja auch was Bahnbrechendes getan, denn man kann jetzt nicht mehr ganz so hoch spenden. Halt, da ist das Spenden nicht. Sondern da kann man ja nicht mehr ganz so hoch spenden und man kann auch gar nicht mehr so hoch fordern. Das kommt noch dazu. Also wenn ich jetzt anfrage, stehen immer noch meine letzten Truppen, die ich angefordert habe, hier drin bei den Supertruppen, ist, glaube ich, jetzt die Sortierung hier oben so ein bisschen anders, dass die in der Reihenfolge da sind. Ja, da sieht man es, Barbaren, Bogenschützen, dass die in der Reihenfolge da sind, wie sie, glaube ich, auch in der Tonne sind. Aber ihr seht das schon, ich kann gar keine Max-Truppen mehr nehmen, lasse nur die Spenden zu, die sich auf den höchstmöglichen Level oder befinden, den du erhalten kannst. Ich kann als Rathaus 10 keine Max-Truppen mehr erhalten. Punkt. Das ist einfach so. Ich kann jetzt noch eine 3er Karren nehmen, kann nur noch 4er Bowler und nur noch einen 9er Riesen. Mehr nicht. Das machen wir mal und dann spende ich mir auch mal. Dann werde ich jetzt eigentlich auch mal sehen. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt mal sehen, dass das wirklich so ist. Nein, das ist natürlich so, Leute. Gar keine Frage. Ich gehe mal eben auf den Thorsten. Den habe ich hier nämlich gestern ja in den Clan reingeschickt. Und da unten ist er. Das mache ich ja nicht ohne Grund, den hier reinzuschicken, Leute. Ne? Denn der Thorsten muss immer, der Thorsten muss ja immer so Karren verschwenden hier, beziehungsweise die Belagerungsmaschinen. Und das kann man natürlich in so einem Clan, wo es kein 12er und kein 13er gibt. Ach doch, 12er haben wir. 12er haben wir. Kann man das natürlich wunderbar machen, dass man hier so ein bisschen die Sachen spendet. Habe ich dem jetzt auch einen Zauber gegeben eigentlich? Ich habe den Toto keinen Zauber gegeben. Nee. So, jetzt habe ich dem Toto auch einen Zauber gegeben und das, ich glaube, dieses Format kennt ihr so ein bisschen auch aus meinen Livestreams. Also ich habe jetzt Truppen empfangen, die ja nicht mehr live sind. So ist das normal. Und was heißt nicht mehr live, nicht mehr Max sind? Der
Der Friesszauber ist natürlich Max. Ich hatte jetzt keinen speziellen Zauber drin, den ich angefordert hatte, glaube ich, meine ich. Gucken wir gleich nochmal nach. Denn ich muss erstmal die Armee hier kurz mal, ja, wie sage ich immer, verfeuern. Und 3-9, bisschen Dunkles könnten wir noch gebrauchen. Wir brauchen mit Thorsten hier nicht mehr ganz so viel machen. Ich habe ja noch ein Leistig hier von dem Video von heute Morgen. Okay, das ist noch ein Leistig hier. Und dann können wir vielleicht hier mit 1, 2, 3. Wir nehmen mal hier einen Päcker, dass die Queen noch so ein bisschen in der Spur bleibt. Und ich dann hier vielleicht springen kann. Mit der restlichen Meute gucken wir mal, dass die Walküren, dass die jetzt alle das anpeilen. Hier nehme ich jetzt nur die Clanburg. Ich spare mal wieder was auf. Ja, ich weiß. Der Toto spart mal wieder was auf. Das ist ja nicht so schlimm. Geiz ist geil, das wisst ihr doch, ne? So. Dann kann ich aber auf in jedem Fall hier. Oh, den muss ich nochmal durchwuten da. Ich habe noch 5 Ballons. Okay. Ich habe noch 5 Ballons. Die könnte man nochmal sinnvoll einsetzen. Aber die Luftabwehr, das stirbt leider nicht. Die wird jetzt auf meine Ballons dort ballern. Okay. Die muss jetzt erst weg. Die Luftabwehr muss erst weg. Dann kann ich hier hinten auf den Bogenschützenturm gehen. Kann da noch 1-2 Magier hintersetzen. Und vielleicht auch noch das hier. Ja, meinen eigenen Gift, den kann ich da hinten nehmen. Den muss ich jetzt auch eben mal verfeuern. Und dann haben wir hier aus dem Farmangriff eigentlich das Beste rausgeholt. Gar nicht mal schlecht. Perfekt, Queen nochmal zünden. Und damit ist gewesen mit dieser Base hier. Typische Farmbase, aber wenigstens 3 Sterne und ein bisschen Loot geholt. Tut einem ja auch ganz gut. Ich bin heute Morgen auch wirklich das erste Mal überhaupt auf meinen anderen Accounts gewesen. Habe ich auch gestern gesagt im Livestream, dass ich erstmal natürlich den Rathaus 14 jetzt ganz hart bespiele. Der hat jetzt noch den Boost und mache im Moment mit diesen Accounts hier halt tatsächlich nur das Notwendigste. Ist, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Ich könnte hier mit dem eigentlich auch nochmal spenden. Ja, Pass ist natürlich auch ein bisschen stehen geblieben. Dadurch, dass ich ich habe keinen. Ach doch, ich hätte ja welche. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Fries. Das wäre ungewöhnlich. Aber so ist das richtig hier. Ich muss gleich nochmal etwas anders anfordern. Aber ich habe sowieso jetzt gerade ein bisschen Wartezeit, Leute. Ja, dass ich erstmal, wie gesagt, nur ganz hart den 14er bespiele, dann bleiben die jetzt erstmal ein bisschen liegen. Aber im Pass haben wir ja noch Zeit ohne Ende. 17 Tage, Leute, ist der April auch nur noch alt. Also die Zeit rast im Moment. Und nach einem kleinen Cut machen wir unseren Klankriegsangriff. Bis gleich. Können uns in die Schlacht wagen. Oh, der Gegner wagt sich auch in die Schlacht gegen Ramses. Im Moment halten unsere Bases noch ganz gut. Wir haben auch noch ein bisschen massiv Zeit. Also das wird sich wieder so ein bisschen in den Arm ziehen. Aber ich hatte mir eine Base markiert, beziehungsweise hier auch mit schief Barfuß. Mache ich gleich auch meinen Angriff. Aber ich wollte jetzt heute erstmal den hier erledigen. Ich gucke mal, ich weiß noch nicht genau, wie ich den mache. Aber ich werde ihn machen. Ich muss mal gucken, wie das mit der Clanburg ist. Und wo ich meine Hoggis setze. Ein lupenreinen Hockreiterangriff, aber ihr seht, ich habe nochmal nachgefordert und auch den Giftzauber, auch wenn ich ihn bei Thorsten Max habe, bekomme ich nicht mehr als Max-Spende. Also das Ganze wird jetzt schön runterskaliert. Was heißt schön runterskaliert? Wird euch natürlich ein bisschen abnerven. Das ist jetzt so eine Art, ich will nicht sagen Spendenregel gibt, aber das ist so eine dynamische Anpassung der gespendeten oder zugespendeten Truppen gibt. Ist eigentlich für die ganz gut, die schon immer ein bisschen spenden wollten, es aber nie tun konnten, weil immer nur Max-Truppen angefordert wurden und du hast die Max-Truppen halt nicht gehabt, aber du hättest die Truppen gehabt, nur halt nicht Maxed oder sie wurden nicht Maxed. Wir sind ja hier im Clan Level 10. Das ist natürlich ganz gut für die, die jetzt auch, ich nenne es mal so, normal spenden können. Das heißt also, wenn ein Rathaus 10 hier Maxed Spenden haben möchte, also Bowler, dann kann ich ihm die geben, weil ich habe sie auf 2 und sie gehen ja plus 2, glaube ich, dann hoch, also maximal auf Level 4. Wunderbar, ich kann also als 10er wieder etwas dazu beitragen. Dieses dazu beitragen, das kenne ich noch aus einer anderen Geschichte. Jeder muss seinen persönlichen Beitrag leisten. Ja, ich auch. Okay, dann leiste ich mal meinen persönlichen Beitrag hier.
Ich leiste mal meinen persönlichen Beitrag, indem ich diesen hier jetzt mache. Da, das Ding, der wird ja auf die Kanone gehen, okay. Das macht aber nichts. Der geht da lang. Ich nehme hier den Hund hinterher, beziehungsweise hier machen wir das mal so. Ja, kommt natürlich jetzt leicht erschwerend dazu, dass natürlich jetzt der Gift auch nicht mehr ganz so dolle ist, ne? Ihr seht das hier schon, der Gift ist nicht mehr ganz so dolle. Und das muss da in jedem Fall, müssen das meine Truppen reißen. Aber der Drachen ist schon mal Geschichte. Hatte der jetzt wirklich nur einen Drachen da drin? Okay, wenn er da nur einen Drachen drin hatte, dann hoffe ich, dass er da nur einen Drachen drin hatte. Vier Zauber. Die muss ich geschickt werfen, glaube ich. Da oben brauche ich im Moment, glaube ich, noch keinen. Queen nicht vergessen, Thorsten. Nein, ich vergesse die Queen nicht. Die macht den Inferno-Turm noch. Perfekt. Nehmen wir hier den nächsten Heil. Und ein wenig Clean-up hier unten schon mal setzen. Ich hoffe natürlich, dass meine Hawks hier weit durchkommen. Da ist noch ein nerviger König, aber noch keine Skelette. Da nehmen wir noch einen Heil dort. Eins, zwei, drei, vier. Und den letzten, oh, den muss ich da nehmen. Oh, war der zu spät? Nein, der war noch gerade rechtzeitig. Oh, der war noch gerade so rechtzeitig, aber der war aber Punktlandung, Leute. Der war wirklich Punktlandung, aber der King, der nervt mich doch ein bisschen ab. Das müssen jetzt die Hawks erledigen. Die Skelette gehen nicht, oh, gehen die in den Gift rein? Nein, die gehen nicht ganz in den Gift rein. Die nerven jetzt auch so ein bisschen ab, aber die Hawks erledigen jetzt hoffentlich den King, jawohl, und dann wären das drei Sterne, Leute. Schwache Base. Okay, aber so geht's. Und aber da oben sind die doch noch alle gestorben, denn da war noch eine Bombe am Bombenturm. Okay. Ha. Fieser Mepto. Wer war es? Der Harper. E92. Okay, von den Mittenmonsters. Also geht ja noch und ja, geht. Läuft auch noch ohne Max-Truppen, Leute, und ohne Max-Spenden. Ja, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man jetzt halt nicht mehr die ultra-superlativen Truppen dabei hat, sondern wirklich gespendete Truppen von himself, sag ich mal, oder auf einer Stufe. Ein bisschen höher geht ja, aber naja, ich finde es eigentlich nur, ich finde das eine sinnvolle, ich will nicht sagen Ergänzung, aber macht das Spielen natürlich in den unteren Bereichen wieder ein bisschen, ich will nicht sagen spannender, aber wieder ein bisschen ausgeglichener. Gerade diese ganzen Spendensachen, ich will nur Max-Truppen haben. Ja, ihr kennt ja diese Bronze-Hyper, ne? Diese Bronze-Leute, die immer sagen, Max bitte. Ja, in Bronze-Liga, alles klar. So, wir könnten aber auch zum Abschluss hier ein wenig was tun. Was machen wir denn eigentlich? Wir nehmen den Eilzauber hier. Ich muss auch nur noch das Dunkle forschen und habe jetzt noch leider, ich habe es ein bisschen verpasst. Ich habe ein paar Mauern gemacht, Leute, mit meinen Accounts, die mache ich aber jetzt offline. Ich habe ein paar gemacht, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich wundere mich gerade, warum ich noch sieben Bogenschützentürme machen muss. Habe ich echt noch keinen gemacht? Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich kann nur noch den einen machen hier wahrscheinlich, ne? Ah. Ich kann nur noch den einen machen, okay. Und dafür brauche ich immer ein Buch, weil das Ding läuft 14 Tage, glaube ich. Oder 8 Tage, weiß ich gar nicht. Ein Hammer habe ich aber auch. Ich habe auch einen Hammer. Soll ich den Hammer dafür verschwenden? Dann habe ich mir eigentlich gleich einen Erfolg freigeschaltet, ne? Vorausgesetzt, ich habe hier unten den Bilder. Den habe ich, okay. Dann machen wir es mal. Im Moment bin ich ja gut dabei, wenn es darum geht, etwas auszugeben. Okay, 7 Tage warte ich aber jetzt nicht auf den. Also toll entwickelt haben wir auf der zweiten Stufe, denn ihr braucht die Stufen, wenn ihr die sechste Bilderhütte haben wollt, also den sechsten Bauarbeiter. Dafür braucht ihr diesen Erfolg toll entwickelt. Entwickle 3 Gebäude weiter. Okay, also ich muss noch ein Gebäude weitermachen jetzt. Und zwar ist das ein Minenwerfer? Nehmen wir mal den, den könnte ich jetzt noch, aber ich muss erstmal den Multimörser auf Level 8 in der Bauarbeiterbasis haben. Den habe ich noch gar nicht, den könnte ich natürlich haben, aber ich habe ihn erst auf 6, weil ich auch erst Bilderhall 6 bin hier, also müsste ich jetzt ein bisschen durchrushen. Aber das kann man natürlich machen, das heißt, ihr könnt maximal den Bauarbeiter oder überhaupt die Bauarbeiterhütte haben, die sechste oder die Bauarbeiterhütte mit den zusätzlichen Bauarbeiter, oder ihr schaltet ja Otto frei, so muss man es ja sagen. Ihr schaltet ja Otto frei und nicht den Bauarbeiter. Der Bauarbeiter ist ja da, sondern das kann man dann maximal oder frühestens bei Rathaus Level 10 machen, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Kann man ja nicht oft genug wiederholen, weil ihr den Minenwerfer hier auf Level 8 erst bei Rathaus Level 10 machen könnt. Uff.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz, ganz gut gefallen. Also mal so ein bisschen die Spendengeschichte hier hinterleuchtet. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das jetzt lame? Spielt ihr jetzt nicht mehr so gut? Seid ihr jetzt nicht mehr so gut, nur weil ihr keine Max-Truppen mehr habt? Oder sagt ihr euch, na gut, das ist so ein bisschen Oldschool Clash of Clans jetzt. So ist es früher gewesen und so ist es jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ich finde es absolut in Ordnung. Ist meine ganz klare Meinung dazu. Das erfrischt auf jeden Fall das Spendengeschäft wieder in den unteren Rathaus. Klassen abseits von Rathaus 13, 14 und von daher ist das ein belebendes Geschäft, also für mich ein ganz klarer Mehrwert. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, bis die Tage. Tschüss, tschüss, euer Toto. Clashed.